Hallo YouTube, ich bin's wieder, eure Kakaobohne im sportlichen Kakao-Look. Wir haben noch ein weiteres Gerät, was wir heute auspacken werden, denn es ist noch eine Wheelbase mit dabei gewesen, um das komplette Paket abzurunden von SimMagic. Und das würde ich jetzt gerne mit dir angucken. Und das tun wir jetzt. Ich hebe das Paket auf, schneide es auf und dann gucken wir da rein. Okay, das ist natürlich auch gleich das schwerste Paket. So, was haben wir denn hier drinne? Das ist eine Alpha. Eine SimMagic Alpha. Okay. So. Mozi? Also, wir haben jetzt ein kleines Problem, mein Schatz. Hallo? Du? Hopp, warte. Oh, ein Zacki. Ich brauche mal kurz den Tisch. So, na dann. Wo machen wir denn den Apparello auf hier? Hier. Hier ist die Öffnung. Hey, wer hätte das gedacht, Leute? Hier sind noch ein paar Sticker drin. Hier ist noch ein Sticker. Wow. Wow. Alright. Hier ist mal wieder... Ist das USB-C? Nee. Ein USB-C-Kabel. Was haben wir hier noch drin? Hier ist das Netzteil noch drin. Gut. Stromstecker. Boah. Geil. Hier ist sogar mit dem Powerknopf drin. Edel. Was haben wir hier? Mounting, Schrauben. Sehr gut. Noch irgendwas hier irgendwo drin? Alrighty. Dann holen wir den Brecher mal raus hier. Oh, nee. Okay, das ist hier die Wheelbase. So, nun ist die Frage, können wir das Ding von vorne anschrauben? Ja, das können wir. So, das Erste, was wir machen, das kann man abmachen, das ist gut, richtig und wichtig. Also, was ich sehr interessant finde, wir haben keine Anschlüsse hinten. Wir haben Anschlüsse an der Seite und nochmal an der Seite. Und es ist seitlich mountbar, es ist von unten mountbar und es ist von vorne mountbar. Ganz großes Plus. Das ist ein sehr, 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 sehr großes Plus. Muss ich wirklich sagen, finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Wir haben übrigens noch ein paar Sticker mit drinne. Falls ihr noch ein paar Sticker braucht, bestellt SimMagic-Produkte. Das finde ich ganz toll hier. So ganz leichtes Logo nur oben drauf. Schön schlank. Das ist geil. Was steht hinten drauf? Was haben wir denn? SimMagic Tech LTD Made in China. Output Torque 15 Newtonmeter. Also in der Theorie wären das genug Newtonmeter, die man an der Base hat. Also ich fahre mit 12. Ich fahre mit 12. Was ist das hier? Ah, hier können wir dann sehen, ob der Connector dran ist. Alright. Hier ist der eigentliche Connector noch unten drunter. Dann machen wir mal den Test of Example hier, du. Okay, Flex ist nicht drin. Denzel, du hast übrigens recht. Bei dir, an deinem Ausstellrig ist das zu fest. Irgendwas stimmt da nicht. Was hätten wir denn hier noch für Möglichkeiten? Wir können vorne den Quick Release können wir abmachen. Aber ich finde es wirklich schön, dass wir die Wheelbase wirklich an allen Stellen mounten können. Das finde ich geil. Also nach meinem Wissensstand haben wir sogar die Möglichkeit, die Wheelbase front zu mounten mit denselben, im selben Mount wie die SimoCube. Was ich geil finde. Lass mal kurz gucken hier. Ist das die Schraube? Nee. Habt ihr keine Mounting-Schrauben mit dazu gepackt? Dann wäre ich enttäuscht. Hast du keine Front-Mount-Schrauben mit rein? Oh, SimMagic, das ist aber ein No-No. Okay, das sind die Schrauben für die Seite und unten. Ihr habt keine Schrauben mit reingepackt, ihr kleinen Raketen? Tatsächlich haben die keine Schrauben mit reingepackt. Nope, die haben keine Front-Mount-Schrauben mit dabei. Dann hoffen wir einfach mal, dass die SimoCube-Schrauben passen. Aber vom Gewinde her sieht es eigentlich gut aus. Dann werden wir dem ganzen Apparat hier nochmal ein Lenkrad andonnern. Zack. Und dann ist der Hokuspokus fertig hier. Schöne Wheelbase. Gefällt mir wirklich gut. Zeig ich, wie es ist. Das könnte der aktuelle Anfechter sein für... Ich übernehme gerade den Platz der Dominanz für Ökosysteme. Weil preislich, Angriff, Qualität, Angriff ist ein Angriff gerade. Zeig ich, wie es ist. So, meine Damen und Herren. Bei YouTubes. Vielen Dank, dass Sie sich das Unboxing von der SimMagic Alpha angeguckt haben. 15 Newtonmeter Wheelbase macht wirklich einen sehr schmalen Fuß. Ich werde jetzt die nächsten Tage meinen Rig umbauen und voraussichtlich auch diese Wheelbase... Oh, ich kann die Wheelbase gar nicht an meinem Rig fahren, fällt mir gerade auf. Ich habe kein rundes Wheel dafür. Und das hier kriege ich auch nicht einfach so abgebaut. Sonst kann ich ja kein Rallye fahren. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber wir werden das die nächsten Tage, werden wir das hier mal testen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die Qualität des Auspackens und die Qualität, die so overall herrscht, wenn man das das erste Mal in der Hand hat, wirklich sehr, sehr wertig ist. Und für mich persönlich ist das jetzt hier gerade aktuell
einer der größten Konkurrenten für Ökosysteme, also geschlossene, nicht geschlossene, also auch offene. Simmagic ist auch offen, aber ich meine, wo du ein ganzes Ökosystem dir zulegen kannst für einen vernünftigen Taler. Falls euch die Produkte interessieren sollten, die wir jetzt ausgepackt haben von Simmagic, könnt ihr gerne im Simray Shop nochmal vorbeigucken. Dort ist gerade meines Wissens nach eine riesige Lieferung gekommen mit Pedalen, Wheelbases, Lenkrädern, der ganze Kladderadatsch. Falls ihr euch zu Weihnachten noch was Kleines gönnen wollt. Reviews dazu kommen zeitnah. Dankeschön fürs Einschalten. Chat sagt Tschüss zu YouTube. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst noch ein Däumchen da, hoch oder runter. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir Feedback geben könntest, was man noch besser machen könnte oder was eventuell gerade aktuell nicht so gut läuft. Und dann würde ich das auch sehr, sehr schön finden, wenn du das Video noch teilst. An deine Freunde. Deine Tante, dein Onkel, dein Hund, deine Katze, deine Zimmerpflanze, wen auch immer. Und Dankeschön an alle Kanalmitglieder. Kussi, Kussi, bis dann. Tschüss.